Am Liebesleben von Paulina Rojinski hegt die Öffentlichkeit schon ziemlich lange ein Interesse. Immerhin gehört sie zu den beliebtesten und hübschesten Moderatorinnen Deutschlands. In letzter Zeit hat sich bei ihr in Sachen Beziehungsstatus einiges getan. Medienberichten zufolge soll der Ex der Moderatorin Ilja heißen und genau wie Paulina aus Russland stammen. Paulina wurde 1985 in Sankt Petersburg geboren. Zwischen dem Paar war es ernst. Anfang 2022 verkündete Paulina, dass sie verlobt ist. Ganz beiläufig hieß es von ihr im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: Mein Verlobter und ich haben einfach den besten Humor zusammen. Damit war klar, dass es einen Heiratsantrag gab. Im März 2023 folgte allerdings die Schocknachricht, die Verlobung wurde aufgelöst. Ding dong, eine kurze Durchsage, ich wollte mitteilen, dass die Verlobung aufgelöst ist, teilt die Beauty in einem Instagram-Beitrag mit. Ohne Mann an ihrer Seite geht es Paulina hervorragend, wie sie unter dem Beitrag im Frühjahr 2023 weiter klarstellte. Sie freue sich über ihren neuen Lebensabschnitt und betont weiter, mir geht es wunderbar.